Team, wir haben einen neuen Auftrag. Bei der Routineüberwachung des Unterschlupfs eines bekannten Terrorverdächtigen, Pamuel Kusch, wurde kürzlich der schmierige Top-Waffenhändler Degusan gesichtet. Er war nun fast 3 Jahre untergetaucht. Jetzt scheint er wieder da zu sein. Ein Überwachungsteam hat ihn in der Hauptstadt Deutschlands in Berlin aufgespürt. Die Außenaufnahmen zeigen, wie er 2 Koffer mit unbekanntem Inhalt aus einem Auto auslädt. Unsere gut versteckten Innenkameras zeigen, wie Pamuel Kusch zur Tür geht und Degusan einlässt. Nach der Übergabe bekommt Degusan einen Umschlag. Vermutlich seine Bezahlung. Ohne Inhaltsüberprüfung weder der Koffer noch des Umschlages verabschieden sich die beiden voneinander. Das lässt darauf schließen, dass sie sich bereits vertrauen oder sich zumindest kennen. Wir konnten die Koffer hier lokalisieren. Sie befinden sich auf 52 Grad 42 Minuten 26 Sekunden nördlicher Breite und 13 Grad 48 Minuten und 48 Sekunden östlicher Länge. Das ist das Gelände einer Gewerbeförderung, die wahrscheinlich der Tarnung dient. Die Drohnenüberwachung hat bis zu 100 feindliche Ziele ausgemacht. Das wird ein echt harter Brocken. Rechnet mit heftigster Gegenwehr. Die Typen haben nicht alle Zuckerwattedreher gelernt. Die verstehen ihr Handwerk. Wir gehen in 2 Teams rein. Eins startet im Westen, eins im Osten. Die genauen Details entnehmt ihr bitte euren Einsatzplänen. Team. Ich zähle auf jeden einzelnen von euch. Die Besprechung ist beendet.